Hallo ihr Lieben, ja, ich habe gerade das Video von Fritz Meinecke geguckt, ja, wo er halt einfach einschätzt, was die Skillfähigkeiten von den Teilnehmern betrifft, die aktuellen. Und er hat gebeten, zu einem gewissen Punkt zu gucken, wenn man selber darauf streamen möchte oder Teilnehmer ist. Von daher habe ich jetzt nicht weitergeguckt. Ich habe keine Ahnung, wie er es beurteilt hat. Auf jeden Fall werde ich jetzt mein eigenes Video dazu machen, weil ich als Teilnehmer dabei sein möchte. Ja, und mich halt auch selber einschätzen möchte. Ich bin ganz gespannt, wie ihr das seht und ob ja, ihr dann mir folgen könnt oder ob ihr mich jetzt zerreißt in der Luft. Ja, folgendes. Ich weiß leider nicht, wie man seinen Bildschirm aufnimmt. Von daher, es tut mir leid, ich werde das mit der Kamera machen. So, ich kenne die Teilnehmer leider nicht wirklich. Nur das von Fritz, was ich verfolge, kenne ich halt. Von daher weiß ich über die Teilnehmer nicht wirklich Bescheid. Ich weiß über Knossi nichts. Ich weiß über Fritz einiges, also was ich halt aus seinen Videos her kenne. Und oder spiegelt ja wunderbar, man kann ja mein Gesicht sehen. Und ja, dann ja, Sabrina Outdoor, ja. Ich weiß gar nichts über sie. Ich weiß nur, dass sie Outdoor-Videos macht. Das ist schon sehr interessant. Nova kenne ich jetzt nur ihre Reaction auf Seven vs. Wild und das, was Fritz gesagt hat. Den guten Herr, der für den Robert einspringt, den kenne ich jetzt auch nur von Fritz-Video, wie er darauf reagiert hat. Sascha Huber, ja, Sascha Huber kenne ich ein bisschen. Ich habe ein paar Videos von ihm selber nachtrainiert. Sein Kurzhantel-Video finde ich richtig geil. Hat er mal eins gepostet. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das hat gute, ja, hat gute Resonanz gebracht. Das war richtig schick. Und ja, wir wollen einfach mal loslegen. So, als erstes schätze ich den Herrn hier von seiner körperlichen Fitness, von seinen Fähigkeiten, die er hat, von seiner Beißfähigkeit, die er bei den Spezialkräften in der Bundeswehr gelernt hat. Wenn jemand beißen kann, dann sind es die Jungs. Schätze ich richtig hoch ein. Er war auch schon im Dschungel, hat das Survival-Zeug gemacht. Das habe ich halt von Fritz Präsentationen über ihn ja, gehört. Und deshalb schätze ich ihn auf Platz 1 ein. Ich glaube übrigens auch, dass er die meisten ja, die meisten Punkte holen wird und von daher meine Nummer 1. Auf Platz 2, Fritz Meinecke. Warum setze ich Fritz Meinecke auf Platz Nummer 2? Körperliche Fitness, der Typ ist einfach, ja, er ist Outdoor-ADHSler, der muss einfach voll loslegen immer. Der ist immer in Bewegung, der ist körperlich fit und wir kennen ihn doch alle. Ja, und er war schon in den Tropen, er hat da schon seine Erfahrungen gemacht, er hat sich darauf vorbereitet, indem er allein darüber schon nachgedacht hat, so zu machen. Der wird das Ding auch, denke ich, ganz gut schaukeln, wie beim letzten Mal. Er wird vielleicht mit den Temperaturen ein bisschen Probleme kriegen, weil er ihn nicht so vielleicht kennt, aber ja, das Gleiche habe ich halt auch, ne? So, jetzt Sabrina Outdoor, die schätze ich, weil sie aktuell sich mit Outdoor und Survival vermutlich auch, das weiß ich gar nicht, ganz gut beschäftigen wird, schätze ich halt auf Platz 3. Ja, ich kenne sie nicht wirklich, von daher weiß ich nicht Bescheid. So, jetzt kommen wir langsam zu den spannenden Teilen. Ich schätze Nova auf Rang Nummer 4 aus dem Grund, weil sie 15 Jahre bei den Pfadfindern war, wahrscheinlich auch ähnliche Pfadfinder oder vielleicht sogar dieselben, wo ich früher war. Ich war früher bei den War Rangers, ich weiß nicht, wo sie war. Sie hat gesagt, es waren christliche Pfadfinder, damals war ich auch im christlichen Pfadfinder unterwegs und sie hat halt auch Feuer nur mit Streichholz machen gelernt. Wir hatten übrigens mal so eine Prüfung, da durftest du nur drei Streichhölzer verwenden, um ein Feuer anzuzünden. Ja, hört sich einfacher an als gedacht. Draußen bei Wind und Wetter und teilweise auch nassen oder feuchten Zunder ist das halt so eine Sache. Ja, dann schätze ich mich persönlich auf Rang 5 ein. Aus dem Grund, weil ich körperlich fit bin durch den Kampfsport. Ich habe Durchsetzungsfähigkeit gelernt beim Kampfsport. Ich habe mich etlichen Prüfungen gestellt schon und ja, kann mich ganz gut einschätzen. Meine Survival-Fähigkeiten sind ein bisschen her. Hole ich ja jetzt gerade wieder ein bisschen hervor. Und ja, deshalb ist für mich meine Einschätzung, dass ich auf Rang 5 bin. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, ob ich vielleicht dabei sein kann. Das wäre mega cool. Ich würde mich mega doll freuen. Ja, dann auf Platz Nummer 6, Sascha Huber. Sascha Huber war beim Bundesheer, hat auch schon einmal Seven vs. Wild eine Anfrage gekriegt. Hat
hat selber im Stream gesagt, ich finde ihn mega sympathisch, allein dass er es sagt, er hat sich nicht getraut. Und hat das dann nochmal nachgetestet bei sich zu Hause, 24 Stunden alleine. Das sind, glaube ich, mit Bundeswehr seine einzigen Outdoor-Fähigkeiten. Der Mann ist eine echte Maschine, guckt euch den an. Also der weiß auf jeden Fall, wie man sich durchsetzt, wie man etwas erreicht. Und man hört halt auch immer von allen Ecken und Enden und auch seinen Videos, dass er halt alles, was er sich vornimmt, halt erreicht und hinkriegt, ne? Leider ist seine Muskulatur ein riesengroßer Faktor. Der Mann braucht unheimlich viel Wasser, um sich zu dehydrieren und nicht dehydriert zu werden. So. Der braucht unheimlich viel Kalorien, um seine Muskelmasse, seinen Grundumsatz aufrechtzuerhalten. Und das sind halt so Faktoren, die werden ihm so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, vor allem auch in der Hitze. Da werde ich auch Probleme haben. Ich habe auch ordentlich Kilos, sage ich jetzt mal. Und er hat auch nicht so viel Fett an sich. Fett ist halt auch ein Faktor, der hält dich halt auch länger am Leben. Er hilft deinen Survival-Fähigkeiten. Hier Robert, die Vertretung von den Herren hier, sagte halt auch, du solltest so fett und so fit zu so einer Survival-Aktion gehen, wie es nur geht. Ja, fit, boah, arbeite ich dran. Fett habe ich. So, genau, und meine Einschätzung jetzt zum letzten Teilnehmer, das ist der gute Knossi. Knossi sehe ich auf den letzten Platz, auf Platz Nummer 7, weil er halt einfach, soweit ich weiß, keine Outdoor-Erfahrung hat, weil er sportlich vermutlich sich nicht so stark beschäftigt. Ich weiß nicht, wie fit der Mann ist, ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn nicht wirklich, ich kenne nur so ein paar Memes von ihm, mehr kenne ich nicht. Sein Mindset, er soll sehr stark sein, allerdings weiß ich nicht, ob er mit den ganzen Tieren da klarkommt. Ich hatte ein Video gesehen, wie er auf einen Biologen reagiert, der immer viele Gifttiere und Insekten in seinen Videos präsentiert. Und da ist er ziemlich ausgeflippt. Ja, es ist schon crazy, was da alles passieren kann. Es ist mir auch vorher bewusst geworden, bevor ich mein Video gemacht habe. Ich habe mein Video relativ spät hochgeladen. Ich wollte es viel früher machen, mein allererstes. Weil ich erst mal überlegt habe, ich bin kein Mann, der in der Öffentlichkeit eigentlich gerne steht. Und falls ich genommen werden würde, bin ich mega froh. Ich liebe dieses Format. Ich hatte auch schon als Kind immer so ein paar Survival-Sendungen geguckt. Und das ist mein Ranking. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und verzeiht mir meine schlechten YouTube-Fähigkeiten. Ich bin dabei, ich versuche mich dauernd zu verbessern. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abonnement da lasst, wenn ihr die Glocke drückt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr liked und wenn ihr das Fritz weiterschickt. Das würde mich auch freuen, damit ich eine Chance habe, genommen zu werden. Jo, bis dann. Tschüss!